Ein deutscher Sieg lebt weiter und es erstrahlt in neuem Glanz. Der 1. Mai gehört im Radsport. Aus rund um den Henninger Turm wird der Eschborn-Frankfurt City Loop. Tradition verpflichtet. Und heute beginnt die Zukunft. Der Eschborn-Frankfurt City Loop jetzt live im HR-Fernsehen. Showdown im Rhein-Main-Gebiet. 190,8 Kilometer warten bei der Premiere des Eschborn-Frankfurt City Loops auf die Fahrer. Nach dem Startschuss in Eschborn führt die Strecke über Frankfurts Innenstadt und Oberursel in den Taunus bis hinauf auf den Feldberg, den höchsten Punkt des Kurses. Zweimal wird die traditionelle Taunusschleife gefahren, mit den Schwierigkeiten in Ruppertshain und Eppstein und dem legendären Anstieg hinauf zum Mammolsheiner Berg. Nach 3 Sprint- und 9 Bergwertungen geht es für die Fahrer dann über Kronberg und Eschborn zur stimmungsvollen Zielankunft auf dem Frankfurter Riedberg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken auf den Start. Um 11.33 Uhr ging es los. 131 Fahrer hatten sich eingeschrieben aus 17 Mannschaften. Sie kommen insgesamt aus 18 Nationen. Und wir werden heute viele blaue Trikots sehen, denn die Milra-Mannschaft hat sich dieses Rennen ausgeschaut. Als Spielfläche, um den großen ersehnten Saisonsieg herauszufahren. Der Blick auf die Saison. So ist es. Jetzt der Sprint eröffnet von Carsten Krohn von hinten. Fabian Wegmann, kann er dagegen halten? Jetzt noch ein offener Sprint, sind auf gleicher Höhe. Fabian Wegmann ist vorne und ich glaube, er wird dieses Rennen gewinnen. Und so ist es! Sieg für Fabian Wegmann bei der ersten Auflage des Eschborn-Frankfurt-City-Loop. Bei der 48. Auflage des Radklassikers in Frankfurt, dem Nachfolgerrennen von rund um den Henninger Turm. Es war ein offener Sprint. Jetzt die Platzierungen ab 3. Christian Knees, kann er noch nach vorbei gehen? Ich glaube, er fährt auf 3. So ist es. Mein lieber Freund, das war ein Tag für das Team Milram. Die Plätze 1 und 3. Und das ist der glückliche Sieger, der deutsche Meister Fabian Wegmann.